Ciao a tutti, es gibt wieder ein neues Rezept hier bei Oh My Italy und heute gibt es was richtig Spannendes. Wir machen ein Hähnchenbrustfilet in einer Balsamico-Marinade und eins garantiere ich euch, das wird richtig, richtig lecker. Es wird richtig gut. Wir brauchen gar nicht so viele Zutaten. Wir brauchen natürlich unser Hähnchen, wir brauchen Zitrone, Olivenöl, ein gutes Balsamico-Essig, wir brauchen ein paar Kräuter und schon haben wir eigentlich alles zusammen, was wir für unsere leckere Marinade brauchen. Ich werde dazu noch einen kleinen Beilagensalat machen und vielleicht, wenn ich gute Laune habe, gibt es auch noch ein paar Rosmarinkartoffeln. Ich fange jetzt erstmal an mit der Marinade. Dazu werde ich erstmal einen ganz, ganz dicken, ordentlichen Schuss gutes Olivenöl, also vertraut da auf euren eigenen Geschmack. Wir nehmen ein Amaro. Wir haben jetzt hier einen Amaro, der so ein bisschen vom Geschmack her zitronenlastig ist, genommen. Ungefähr eine halbe Zitrone. Also ihr braucht zu Hause eine Zitronenpresse. Das hier, hier ist meine Zitronenpresse. Jetzt, mein Lieber, gehen wir an den Knoblauch. So. Dazu nehme ich mir erstmal zwei Zehen, aber auch da, Leute, da seid ihr wieder ganz frei. Ich kenne euch ja mittlerweile schon aus den Kommentarspalten, so wenig Knoblauch und so. Also ich weiß, wenn ihr alle noch mehr stinken wollt, dann nehmt gerne 5, 6 Zehen. Rosmarin, das fehlt. Dann nehmen wir jetzt auch noch so ein bisschen was von den Stängeln hier ab. Was habe ich euch auch am Anfang vorenthalten, so ein paar Lorbeerblätter. Reißt mir da mal so 3, 4 Blätter von ab. So. Und die kommen auch da rein. So. So, das Ganze verrühren wir fast. Denn jetzt fehlt noch unser Balsamico. Ich habe dazu hier den Tino Tipico von Mazzetti. Auch sehr lecker und was ich ganz gut finde, sehr universell einsetzbar, also auch für den Salat nachher sehr cool. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz natürlich. Das Ganze muss ja auch ein bisschen Würze haben und Pfeffer. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Part im Rezept, das Fleisch. Ich habe hier so zwei Hühnerbrüste, also einmal sauber waschen, schauen, ob da noch irgendwie was Sehniges ist, unsaubere Ecken. Schau es dir an. Ich gehe mir jetzt aber Hände waschen, decke das Ganze gleich ab und lasse das im Kühlschrank ziehen. Weil wir natürlich aber auch nicht so lange warten wollen auf das Fleisch, wie es ziehen muss. Also ich lasse das immer so 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank abgedeckt ziehen, damit die Geschmäcker, die Aromen so ein bisschen durchs Fleisch durchziehen. Habe ich hier auch schon was vorbereitet, denn diese Runde gibt es jetzt und das hier wird jetzt angebraten. Dazu nehmen wir hier unsere Pfanne, die habe ich schon so ein bisschen vorgeheizt. Kommt Olivenöl rein. So. Werden so roundabout, so 3 Minuten von jeder Seite hoffentlich nur sein, aber das müsst ihr dann selber so ein bisschen abschätzen. Aber die Brutzelzeit, die nutze ich jetzt noch, um so einen kleinen Beilagensalat zu machen. Ich habe dazu echt nur so ein bisschen gemischten Salat geholt. Habe das auch schon echt im Vorfeld gewaschen. Das ist halt echt nur so ein kleiner, so eine kleine Beilage mit so einer Tomate, die noch dazu kommt. Geht schon. Aber die Teile sehen schon ganz gut aus, ne? Muss ich ja echt sagen. Und was brauchen wir jetzt für den Salat? Einfach nur ein bisschen Öl. Auch hier gibt es noch mal ein bisschen Essig. Machen wir noch ein bisschen Salz dran. Und rühren das Ganze durch. Bin wieder da. Ich habe nämlich doch ein paar Rosmarinkartoffeln vorbereitet. Ich viertel sie ganz gerne immer längs. So Leute, das ist das Balsamico-Hähnchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, euch das Video anzugucken. Wenn ihr Bock habt, das nachzukochen, sehr, sehr gerne. Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, einen Daumen nach oben lassen. Die Glocke natürlich abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst hier auf dem Oh My Italy-Kanal. Dann kriegt ihr nämlich immer direkt ein Alert, dass was Neues da ist. Und wir freuen uns, wenn ihr jedes Mal wieder dabei seid. Ich freue mich auf euch. Ciao.